So, herzlich willkommen wieder zum ersten Martin Cup. Heute Abend geht mit 1 Hermann an Start. Die Nummer 2 wird von Frank gefahren. Und die Nummer 3 wird gefahren von Peter. Das ist also diese Aufstellung, die die Software so rausgewürfelt hat. 4 ist Christian heute Abend. Und last but not least kommt mit der Nummer 5 Michael Luttmann hier zum Zuge. Ja, das wird nicht lange dauern und das Rennen wird hier auch schon gleich gestartet. Und wir haben jetzt gerade andere Kameraperspektive. So, los geht's. Ja, der Start lief also reibungslos ab, so dass alle 5 Fahrzeuge die ersten 2 Runden hier erstmal ohne Aussetzer überstanden haben. Ja, der Parcours hat eine Länge von 45 Metern und den geht es jetzt hier also 25 Mal zu durchfahren. Wie gesagt, was ich ja schon andeutete, für diejenigen, die das bis jetzt noch nicht so verfolgt haben, wiederhole ich es gerne. Am Anfang des Abends wird geguckt, wer an Fahrern da ist. Oder man meldet sich halt schon 1-2 Tage bei der Rennleitung an. Und die Software würfelt dann am Abend einmal die Gruppen, wer mit wem in einer Gruppe fährt. Und dann auch entsprechend, wer welches Fahrzeug zugelost bekommt. So, dass also jeder mal die Möglichkeit hat, mit dem einen oder anderen Fahrzeug zu fahren. Denn kleine Unterschiede, obwohl es die gleichen Modelle sind, gibt es halt doch. Der eine liegt ein bisschen besser, der andere ist ein bisschen schneller unterwegs auf den Geraden. Also da gibt es ein paar Unterschiede. Lediglich die Bremseinstellung darf jeder vor dem Rennen individuell für sich vornehmen. Der eine fährt lieber mit 60%, der andere mit 70%. Es gibt auch einige, die stellen die Bremse mit 90% ein. Also alles möglich dank der Carrera digitalen Technik. Ja, man hat sich jetzt mal dazu entschieden, in Anführungsstrichen ein paar offizielle einzusetzen. Hier sehen wir Mike zum Beispiel vorne sitzen, der nicht nur das Auto einsetzen soll, wenn es mal aus der Bahn fällt. Und da gegenüber sehen wir auch Nick, sondern die sollen auch so ein bisschen darauf achten, ob auf der Bahn auch fair gefahren wird. Wenn der eine den anderen mal anrempelt, dann gibt es eventuell eine Ermahnung. Wenn aber ein Fahrzeug das andere Fahrzeug da so ein bisschen rauskegelt, dann muss der Unfallverursacher, so nenne ich ihn mal, dann eine Boxendurchgangsstrafe absolvieren und die wird dann hier in diesem Fall von Axel verhängt. Das heißt, im Bildschirm taucht dann also auf, wer eine Boxendurchgangsstrafe bekommt und der Fahrer hat dann 3 Runden Zeit, diese Boxendurchgangsstrafe dann auch zu absolvieren. Das heißt, er fährt in die Boxendurchgangsstraße rein, muss dann 3 Sekunden, wenn ich mich nicht täusche, stehen bleiben. Und erst dann darf er also wieder ins Renngeschehen eingreifen. Ja, heute Abend Round about 15 Fahrer am Start. Das heißt, es wird ein paar Rennen heute Abend gefahren. Ja, zu diesem Rennen nochmal eben gesagt, zum 43. Lauf, wo jetzt gerade schon die ersten Tankstops absolviert werden. Ja, mit dabei Spitzenfahrer im Moment Peter, der sich da also ganz wacker auf dem ersten Platz in der Gesamtwertung im Moment vorgeschoben hat, vor Axel. Und ja, den sehe ich hier auch heute Abend als Favoriten in diesem Lauf. Ja, denn sicherlich überraschend wird sein Hermann, der also in den letzten Wochen und Monaten wirklich konstante Leistung und Verbesserung nach oben gezeigt hat, hatte kaum Rennausfälle oder Rennaussetzer, hat immer sauber getankt und seine Rennen sauber zu Ende gefahren, also den würde ich mal auch tippen, der könnte heute locker Zweiter oder Dritter werden. Frank, wie gesagt, hat immer ein bisschen Probleme an dem Pfeiler, den sie da im Bild gesehen haben. Das ist eine ganz tricky Kurvengeschichte. Zumal da jetzt auch noch die neuen Kurvenweichen von Carrera eingebaut worden sind.
Also da muss Frank noch ein bisschen Fingerspitzengefühl entwickeln, damit er da auch mit seinem Auto immer gut in den Kurven liegt. Ja, nicht zu vergessen die Nummer 5 am heutigen Abend, Michael Lottmann. Dem schätze ich ähnliche Chancen ein, so wie Hermann, also von so Platz 2 oder 3. Ja, mittlerweile muss man ganz klar sagen, werden die Fahrer immer besser. Das heißt, jeder hat sich so an die Aston Martins gewöhnt. Man sieht das auch, die Einsetzer haben recht wenig zu tun. Und das Tanken klappt eigentlich auch bei den meisten mittlerweile fast reibungslos. Nicht? Ist immer ein bisschen, ja, wenn man dann so schnell in die Box reinfährt, versuchen die meisten immer den ersten Tankplatz zu erwischen. Und wenn das nicht klappt, bleibt halt nicht nur noch Tankplatz 3 oder 4 über. Aber es kann halt immer passieren, dass man nicht rechtzeitig bremst und über den Tankplatz hinaus schießt. Und wenn man dann keinen nachfolgenden Tankplatz mehr erwischt, weil der also gegebenenfalls belegt ist, dann muss man wieder eine Runde fahren. Wenn man aber schon fast auf dem Trockenen fährt, kann es sein, dass die letzte Rennrunde dann nicht mehr gezählt wird. Aber bis jetzt liefen, glaube ich, bis auf bei dem Boxenstopp von Michael Luttmann alles rund. Und wir kommen hier in die Endphase und Peter führt. Peter hatte zwar Christian beim Rausfahren aus der Box so ein bisschen touchiert vorhin, aber weder Christian hat noch was gesagt, noch die Rennleitung hat es gesehen. Gut, Peter hat einfach das schnellere Auto heute Abend, ist auch der bessere Fahrer. Da denke ich mal, lohnt sich das nicht, da jetzt noch irgendwie noch Beschwerde einzulegen. Denke mal, keine rennentscheidende Situation. Christian liegt im Moment auf Platz 2 und Hermann liegt auf Platz 3. Also, ich weiß, muss jetzt mal eben verfolgen, wie die anderen so liegen. Ja, Peter ist durch, da kommt Christian auch nicht mehr ran. Christian versucht jetzt nur noch Hermann so ein bisschen auf Distanz zu lassen, der mit seinem Einser hier durch die Gegend fliegt. Ja, Bildschirm eingeblendet, da oben sehen Sie ihn. Peter hat also gewonnen vor Christian, Hermann, Michael. Ja, hier sehen wir den Sieger, Peter. Dann Christian auf Platz 2, wie gesagt. Die Nummer 3, Hermann. 4, Michael Lottmann. Und die Nummer 5, dann Frank. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder Spaß gemacht und ich wünsche allen ein schönes Wochenende.